Hallo und herzlich willkommen, schönen Freitag. Ich bin der Conny und das ist Atomic Crops. Das ist das Spiel, was ich euch heute vorstellen will. Es ist noch im Early Access und ich habe es mir im Epic Store gekauft. Ich weiß gar nicht, war ein bisschen reduziert. Ich glaube knapp 10 Euro, ich glaube 8 Euro oder sowas, hat es gekostet. Was ist es für ein Spiel? Ihr seht, wir haben hier eine Figur und wir haben eine Waffe in der Hand, aber es ist ganz anders, als ihr denkt. Es ist ein Mix eigentlich aus Stardew Valley und vielleicht Binding of Isaac, also solche typischen Roguelites oder Roguelikes. Wir gehen mal in ein neues Spiel hinein und dann gucken wir mal. Also unsere Aufgabe ist es, eine Farm auf der einen Seite zu bauen, aber uns eben auch zu verteidigen. Und dazu fangen wir erstmal an mit der Gießkanne. Wir haben hier noch 4 Potato-Samen bekommen. Und jetzt können wir hier loslegen. Erstmal auf diesem kleinen Feld. Da müssen wir uns mit dem Werkzeug voranpirschen. Können wir 4 Stück machen. Ihr seht hier oben übrigens 1 Minute 44, bis die nächste Wave losgeht. Denn es ist eben so, dass ihr hier nicht irgendwie dauerhaft spielt, im Sinne von, ihr baut einfach euch ein, weiß ich nicht, ein tolles Paradies auf und eine tolle Farm und das bleibt dann für immer und ewig, sondern ihr müsst euch das wirklich mehr wie ein Roguelike vorstellen. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass ihr irgendwann einen Run nicht überlebt und dann seid ihr tot und müsst genau bei Null anfangen, da wo ich jetzt stehe. Jetzt am Anfang haben wir so ein paar Sachen, können auch aufheben. Jetzt muss erstmal, genau, jetzt hole ich hier mal Wasser. Wenn man dann hingeht, kann man die entsprechenden Saatgut entsprechend halt bewässern. Das passiert übrigens alles automatisch. Also ich drücke keine Taste, ich stehe einfach nur daneben. Das ist deswegen wichtig, weil ihr könnt nämlich nebenbei, während ihr das macht, natürlich auch noch die Feinde beschießen, die irgendwo in der Gegend sind. So, ich habe kein Wasser mehr, das könnt ihr links unten sehen, deswegen nochmal hin. Jetzt haben wir wieder 4 von 4 Wasser. Und wir können hier schon mal die ersten Erträge hier abholen. Das ist ein bisschen multitaskingfähig. Ihr seht ja, dass es, dass ich hier ganz schön überlegen muss. Ja, so, was mache ich denn und was mache ich nicht? So, das nehmen wir auch noch mit. So. Das nächste Ding ist auch ready. Ich habe noch ein Wasser über. So, da können wir nämlich direkt hingehen, nachdem die Biene da fertig bestäubt hat. Ups! Aber ihr seht, es hat wunderbar funktioniert. Und wenn das ein paar Mal passiert, dann können wir hier nochmal ernten. Ist perfekt. So, jetzt ist es genau rum. Defend your crops. Ich habe jetzt im Moment keine Crops, aber ich würde schon mal anfangen, für die nächsten Tage vielleicht ein bisschen was anzupflanzen. Dann gucken wir mal, ob das irgendwie hinhaut. So, wo sind jetzt die Sachen, die wir verteidigen müssen? Da ist irgendwas. Okay. Was sind das hier für komische Hasen? Also, ihr merkt schon, das Ding heißt ja Atomic Crops, also man kann davon ausgehen, dass hier irgendwas Radioaktives in die Luft gegangen ist, früher oder später. Anders kann ich es mir zumindest nicht erklären. Ihr seht auch die erste Wave von 3, ne? Immer rechts oben gucken. Die erste Wave von 3 ist durch, die nächste kommt dann in einer Sekunde. Das sind insgesamt also 3 Waves, die wir hier zu bekämpfen haben. Es ist auch also ein Stück weit Tower Defense. Also ein Mix aus Stardew Valley, Binding of Isaac und einem Tower Defense eurer Wahl. Vielleicht, keine Ahnung, sucht euch eins aus. Irgendeine coole Tower Defense Sache. So, einen haben wir noch. Einen müssen wir noch machen. Ich kann währenddessen übrigens schon das einzige Potato-Ding, was ich noch habe, hier mal ranbringen. Damit begossen. So, dann gucken wir. Aha, hier kommen die Hasen. Da sind jetzt quasi alle Gegner, die da sind. Und ihr seht auch, ich habe jetzt kein Saatgut mehr. Jetzt werdet ihr euch vielleicht denken, ja, wie kommen wir denn an neues Saatgut? Zeige ich euch gleich. Na, weg von meinen Crops. Also es geht natürlich darum, die Erträge zu schützen, ne? Klar, das ist jetzt die Hauptaufgabe für uns. Der Hase soll nicht abhauen. So. Der Hase ist down. 5 Sekunden noch, bis es morgen wird. So, das können wir hier auch noch mitnehmen. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Was kommt da jetzt? Oh, ein Helikopter. Ich kann jetzt immer nach jedem Tag in die Stadt kurz, um Sachen zu kaufen oder zu upgraden. Ich habe leider jetzt gerade nichts. Doch, ich habe sogar ein bisschen was verdient. 15 Gold haben wir, oder wie man das nennt, diese komischen, weiß nicht, wie man das nennt. 15 jedenfalls. Und damit können wir zum Beispiel neue Waffen kaufen. Also jetzt mit 15 nicht.
Wir können aber auch neues Saatgut kaufen. Kostet allerdings 30. Und wir können auch eine Spitzhacke kaufen. Beispielsweise. Genauso wie Repair Materials. Das wird dann später relevant. Jetzt noch nicht. Aber so hat das natürlich einen Effekt, wie man das auch von solchen Spielchen kennt. Und hier seht ihr auch, wir können uns auch Leben kaufen. Genauso wie wir uns hier jemanden holen können. Ich sag mal, das sind eher... wie formuliert man das denn? Perks, passive Perks, die man sich hier freischalten kann, aber die Währung habe ich noch nicht. Ich bin hier auch nur hin, damit ich euch das mal zeigen kann. Wir gehen wieder zurück. Tag 2. Wir haben kein Saatgut aktuell, deswegen gucken wir mal hier nach links. Da, wo der Kaktus auf dem Schild steht. Denn hier, seht ihr, gibt es jede Menge Viecher, die ihr besiegen könnt. Oh, was ist das denn hier mit dieser Kiste? Eieieiei. Weil wir müssen natürlich hoffen, wir haben jetzt 1,42 Zeit, dass wir irgendwie... Ah, hier, guckt mal. Kann man das nicht mitnehmen? Ich dachte, ich hätte das mitnehmen können, letztes Mal. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, ich konnte das eigentlich. Ich kann es nicht mitnehmen, okay. Gut, gut, gut. Oh, was ist das hier für ein Hase? Der schläft. Ja, der schläft. Au! Ich habe nur noch ein Leben über, aber wir haben auch ein bisschen Saatgut mitbekommen. Das sind so Schattenvögel. Ich hau hier wieder ab. Ich wollte ja hier nur hin für ein bisschen Saatgut. Oh, da kommen wir gar nicht weiter. Dann müssen wir ein bisschen beeilen, weil das haben wir ein bisschen verguckt. Was bin hier? Crops? Ja, ja, okay. Dann gehe ich schnell weiter. So. Denn in einer knappen Minute kommt schon die nächste Wave. Hier nochmal Wasser mitgenommen. Hier müssen wir erstmal das Zeug wegmähen. So. Ihr könnt natürlich verschiedene Sachen hier anpflanzen. So, lass mal kurz gucken. Energized. Oh, das ist gut. Energized, damit arbeiten wir deutlich schneller. Könnt ihr ja durchaus sehen gerade. Okay. So, mehr Saatgut habe ich ohnehin nicht. Jetzt gucken wir einfach mal, was passiert. Denn die ersten Viecher, gut, das sind die Standardviecher, das ist noch nicht mal die Wave, die uns hier irgendwie erwartet, sondern das ist einfach nur, das ist ein bisschen diese nervige Geschichte. So. Okay, das können wir gleich mitnehmen. Defend your crops. So. Ich habe eh, wie gesagt, im Moment kein Saatgut. Das hätte man hier links auf der Seite sehen können. Aber dafür haben wir hier noch ein bisschen was geholt. So, jetzt geht wieder die actionreiche Zeit los. Wieder verteidigen. Währenddessen kann ich natürlich an meiner Farm so parallel ein bisschen bewässern und so weiter, ne? Klar. Jetzt immer noch die erste Wave. So. Oh, wir haben Bohnen bekommen. Okay. Dann hier mal rein. Und so müsst ihr diesen Mix machen und das finde ich sehr, sehr witzig, weil es ist eigentlich ein Actionspiel. Es ist gar kein Aufbauspiel, wie ich es als eher am Anfang dachte. Es ist eigentlich wirklich ein Spiel, bei dem ihr... Was ist denn da los? Wieso nehmen die nicht genug Schaden? Boah, die sind aber ganz schön widerspenstig, die Kollegen hier. Kann ich hier was machen? Oh, da war auch noch was mit dabei. Ich habe auch eine Rose hier oben. Oh mein Gott! Nom nom nom, habt ihr das gesehen? Also ihr dürft euch nicht zu weit entfernen, weil sonst... Passiert genau das, was ihr gerade gesehen habt. So, das hätten wir nämlich auch. Wie gesagt, die Erträge werden dann verkauft, dann hat man Gold, dann kann man Upgrades kaufen, dann kann man neue Saatgut, Streugutteile sich organisieren. Okay. So, es wird morgen. Einiges hier an Unkraut, nenne ich es einfach mal, gekommen. So. Returning to town in 3, 2, 1 und ab dafür. Wie viel haben wir denn? 30 haben wir in Summe. Wunderbar. Prickly Pear und Black Eyed Bean. Okay. Schön, dass das geklappt hat. Guti. Dann schauen wir mal. Wir haben jetzt nämlich Pickaxe Tier 1 Desert Seeds. Wir können uns mit dem Gold im Moment ohnehin nicht so viel kaufen. Gut, ich hätte eine Shotgun. Also entweder ich kaufe mir eine neue Waffe oder
Ich habe nur eine Rose im Moment, also da kann ich mir im Moment auch nichts kaufen. Die kosten alle drei. Hm. Also entweder eine Waffe oder das Saatgut. Und ich glaube, ich gehe fast auf Saatgut. Ja. Prickly und Beans. Okay. Ihr könnt mit Q und E immer switchen. Ich glaube, das passt. Dann geht es erstmal wieder zurück auf die Farm. Und so funktioniert das Spiel die ganze Zeit. Ihr könnt dann natürlich auch Gebäude upgraden und solche Sachen. Aber für den Moment ist es genau das, was ihr halt hier bei mir sehen könnt im Stream. Was heißt im Stream? Also im YouTube. Bei Twitch bin ich übrigens auch. Da gibt es immer wieder nette, kleine Streams. Energized, okay. Das nutze ich mal schnell. Wir können da mit der Spitzhacke nämlich unser Feld hier erweitern, ne? Aktuell seht ihr das ja schon. Okay, das Energize bezieht sich übrigens auch auf die Schussgeschwindigkeit. So. Wunderbar, so. Das ist schon ganz geil. Na schade, habe ich nicht bekommen. Kann ich da was? Was ist das? Futtern die hier schon wieder? Oh. Nee, noch nicht, aber sie könnten ihn fast futtern. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay, das sind die nächsten Teile. Und wir haben noch einmal Bohnen, die würde ich hier anpflanzen. So. Dann können wir hier auch nochmal was hinlegen. Okay. Halbe Minute noch. Heute dauert es ein bisschen länger, aber es kann natürlich sein, ne? Logischerweise weiß das Spiel ja nicht, was man macht, ne? Ob man Saatgut kauft oder ob man es eher auf der anderen Seite finden will. Und in dem Fall hatte ich ja eingekauft, insofern. So, dann nutze ich mal die Gelegenheit, noch hier ein bisschen aufzuräumen. Falls nämlich nochmal Saatgut droppt, kann ich das dann direkt einpflanzen. So. Totenkopf nehmen wir auch noch mit. Zwei Sekunden noch. Jetzt geht's in Richtung Dusk. Ist das schon etwa der erste Boss? Ja, hier steht schon Tag 3 von 3. What the hell? Okay. Monstropod. Geht natürlich erstmal komplett auf die 12. Kann ich hier auch nochmal Saatgut abholen? Ist die Musik zu laut gerade? Ich hoffe nicht. Ansonsten muss ich dann noch ein bisschen schreien. Nein, ich bin gestorben. Das ist nicht euer Ernst. Oh nein, ich bin nicht wirklich gestorben. Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Jetzt ist der Run beendet. Wir haben zwei Charaktere übrigens, Lavender und Rye. Können wir dann quasi switchen, wenn wir das wollen. Und hier sind so die Einstellungen halt am Anfang. Ich bin jetzt nicht wirklich gestorben, Leute. Das ist nicht gut. Also jetzt würde das Spiel neu beginnen, ne? Man beginnt quasi wieder bei Null. Das wäre sozusagen ein Run. Man nimmt die Gießkanne, nimmt das Ding hier und legt quasi los. Man beginnt immer mit den gleichen Stats am Anfang. Zumindest solange man nichts geupgradet hat. Das heißt also die Potatoes rein, dann bewässern. Sobald die Bienchen da bestäubt haben. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist ein witziges Spiel. Und wenn ihr es für das Geld bekommt, in einem Sale, ist das, glaube ich, echt ein cooler Preis. Es kann sehr fun sein. Es sind halt Runs einfach. Man muss sich dessen bewusst sein, dass man hier kein Farmaufbauspiel hat in dem Sinne. So, Wasser ist leer, also hier nochmal erholen. Und Atomic Crops heißt, es ist auch noch Early Access. Das heißt, es entwickelt sich sehr viel noch. Es entsteht noch sehr, sehr viel. Und ich glaube, jeder, der so Lust hat auf solche Spiele, der kann da fündig werden. Wobei, es gibt nicht wirklich so viele Spiele, die in der Form so funktionieren. Also eine Parallele zu finden, ist eher schwierig. So, einmal ganz kurz. So, wunderbar. Gut, und so würde ich jetzt halt hier weitermachen. Man kann immer wieder ein paar Sachen abbauen. Dann bekommt man wieder dieses Material. Aber es beginnt jedes Mal bei Null. Jetzt konnte ich euch nicht die Werkzeuge zeigen. Wie gesagt, es gibt noch die Spitzhacke. Damit kann man das Feld umpflügen und dann eben seine Farm erweitern. Und ja, schade, dass wir den Bosskampf nicht gewonnen haben. Aber so ist das leider. So ist das leider. Aber ihr seht schon, ja, hier steht's. Ich kann es nicht anklicken, leider, obwohl es da steht. Lass mal kurz gucken. Fertilize.
Infoscreen, also Infoscreen vielleicht, da sehen wir auch nicht wirklich was, aber ihr seht, es gibt dann natürlich auch nochmal entsprechende Perks, die ihr dann hochgraden könnt, die dann entsprechend auch bei anderen Runs aktiv sind, also das ist ein ganz klassisches Roguelite-Mechanismus-Ding und ja, das soll's für jetzt und für heute gewesen sein, ihr Lieben, mit Atomic Crops. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir vor allem ein Sub da und drückt auf die Klingel, damit ihr jeden Freitag, wenn es ein neues angespielt gibt, auch eine automatische Benachrichtigung bekommt. Und ich danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.